Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Ereignishoroskop vom 24.03.2015. Ja, heute ist der 30. April. Nein, das ist kein 1. Mai-Horoskop. 1. Mai ergibt die Quersumme 11. Da hätten wir sozusagen dann die magische Wirkungskraft. Also das heißt, gut für unsere Visualisierungsarbeiten. Aber warum mache ich dieses Horoskop? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich davon ausgehe, das ist meine Privatmeinung, dass hier nicht nur großes Unrecht geschehen ist, sondern dass auch sozusagen der Co-Pilot, ich habe seinen Namen vergessen, will ihn, kann ihn daher auch nicht nennen, dass dem und seiner Familie ganz besonders größtes Unrecht widerfahren ist und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo Geheimdienstaktionen einfach nicht mehr so ungeschoren durchgehen dürfen. Ja? Weil wir haben ja hier, wenn ihr schaut, den Herrscher des Aszendenten Krebs, den Mond auf 28 Grad. Und bei 28 Grad stellt es natürlich jeden Astrologen die Haare auf, die Nackenhaare auf. Warum? Weil das ist Algol. Algol ist das Gorgonenhaupt und das steht für den gewaltsamen Tod, für Brutalität und Grausamkeit. Ja? Also das heißt, alleine daraus erkenne ich schon, Herrscher von 1 in 12, dass hier etwas nicht stimmt, dass wir es mit Geheimdienstarbeit zu tun haben. Gut, ich wollte noch fortfahren, wo wir stehen geblieben sind, bei der 30. 29, die doppelte 29 plus 1 ist die 30. Das ist die Originalkarte. Die Stab 7 passt meines Erachtens überhaupt nicht, aber ich zeige es euch einmal. Die Stab 7, das ist eine Zahl der Zuversicht, also die 30. Ja. Es geht aber darum, man hat wenig Energiereserven und braucht immer wieder Rückzug. Interessant im Zusammenhang mit diesem Ereignis. Dann als letzte Zahl haben wir die 35, also das heißt, die 30 plus 5, genau richtig gerechnet, die 35 habe ich hier eben jetzt original, die Stab 2, also die zwei Stäbe. Hier geht es darum, Materie zu überwinden, ja, welch Zynismus. Es geht aber auch um Fanatismus und um Intoleranz gegenüber anderen. Und das möchte ich hier besonders hervorheben, was hier im Zusammenhang die 35, die 8 zu suchen hat, verstehe ich nicht, weil das hat meines Erachtens nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Bestenfalls, dass ich jetzt hier dieses Horoskop bearbeite, das ist meines Erachtens Gerechtigkeit. Gut, worauf möchte ich hinaus? Wir haben bei einem Flugzeugereignis, suchen wir immer zunächst einmal das 11. Haus. Ja? 11. Haus steht für Flugzeug, das heißt, hier befinden sich 1, 2, 3 Planeten im 11. Haus. Das bedeutet für mich eindeutig, drei Flugzeuge in der Luft, wie wir aus den ersten Aufzeichnungen und aus den ersten Meldungen der lokalen Behörden entnehmen konnten, befanden sich sogar vier Flugzeuge in der Luft. Die Germanwings Maschine 9525, ein Flugzeug der französischen Luftaufklärung und zwei Flugzeuge aus der Ferne. Zwei Flugzeuge aus einem kleinen Land im östlichen Mittelmeer. Ich glaube, mehr brauche ich dazu mal nicht zu sagen. Weiter Mirage-Flugzeuge übrigens. Weiter zum dritten Teil. Ende.